trotz internationaler Bemühungen, einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon zu erreichen, gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Die Hisbollah scheint in jüngster Zeit durch israelische Angriffe geschwächt worden zu sein, wie Berichte von CNN und der Jerusalem Post sowie von US-Beamten in Washington nahelegen. Amerikanische Analysten und israelische Geheimdienstexperten vermuten, dass Israels gezielte Angriffe auf die Infrastruktur der Hisbollah, darunter Waffenlager und Kommunikationsnetzwerke, deren militärische Fähigkeiten erheblich beeinträchtigt haben könnten. Mehrere Faktoren werden diskutiert, die zu dieser Schwächung beigetragen haben könnten. Die Hisbollah hat möglicherweise einen Teil ihres Raketenarsenals verloren oder ist derzeit durch die erlittenen Verluste nicht in der Lage, ihre militärischen Operationen effektiv zu koordinieren. Ein bedeutender Verlust ist offenbar die elektronische Kommunikation, die durch zielgerichtete israelische Angriffe auf Kommunikationsgeräte wie Pager und Radios beeinträchtigt wurde. Auch der Verlust hochrangiger Kommandeure und erfahrener Kämpfer stellt für die Organisation eine erhebliche Herausforderung dar, da diese nur schwer zu ersetzen sind. Trotz dieser Rückschläge verfügt die Hisbollah Berichten zufolge immer noch über ein beträchtliches Arsenal an Raketen. Es ist jedoch unklar, ob diese Raketen noch über die gleiche Reichweite und Schlagkraft wie zuvor verfügen. Die israelische Jerusalem Post hebt hervor, dass es unklar ist, ob die Hisbollah all ihre militärischen Fähigkeiten offen gezeigt hat oder ob sie momentan taktisch abwartet. Auf der politischen Ebene gibt es zunehmende Kritik an Hassan Nasrallah, dem Führer der Hisbollah, insbesondere in den libanesischen Medien. So beschuldigte die Zeitung An-Nahar Nasrallah, die libanesische Gesellschaft durch seine Entscheidungen zu schwächen. In Teilen der libanesischen Gesellschaft entsteht zudem der Eindruck, dass sich der Iran, ein enger Unterstützer der Hisbollah, allmählich von der Organisation distanziert, wie die panarabische Zeitung Ashark al-Aizat berichtet. Obwohl die Hisbollah bisher nicht aggressiv auf die jüngsten israelischen Angriffe reagiert hat, besteht wenig Zweifel daran, dass die Organisation einen Gegenschlag plant. Die Lage bleibt äußerst angespannt und die Kämpfe könnten sich weiter intensivieren, während beide Seiten strategische Optionen abwägen.